Live im Plenum des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren, guten Tag. Die Aktuelle Stunde hat hier begonnen, das ist richtig. Interessant daran ist, dass sie verlangt wurde von der CDU-CSU und der SPD-Fraktion, also von denjenigen, die hier die Große Koalition tragen. Interessant ist auch der Titel dieser aktuellen Stunde. Sie heißt nämlich BND und NSA, Notwendigkeit und Grenzen der internationalen Zusammenarbeit. Und daran sieht man schon die Linie, die hier gezogen werden soll. Die Große Koalition will keinesfalls den Geheimdienst oder geheimdienstliche Zusammenarbeit verdammen, sondern will klarmachen, sie wird gebraucht. Das war auch die Intention der ersten Rede in dieser Aktuellen Stunde, die Thomas Strobel gehalten hat, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU. Ganz anders die Opposition im Plenum, spricht Jan Korte für die Linke. Für ein Sicherheitsrisiko oder eine große Chance für die Demokratie und soll weiter der Zweck die Mittel heiligen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Zum Schluss, zentral sind zwei Fragen. Angela Merkel muss überhaupt mal was umfänglich sagen und dann muss sie Folgendes beantworten. Soll die Europäische Union weiter geschwächt werden und die deutsch-französische Freundschaft und damit übrigens der bessere Teil des Erbes von Helmut Kohl weiter beschädigt werden, ja oder nein? Und zum Zweiten, kann man sich darauf verlassen, dass Ihre Treue zur Verfassung und zum demokratischen Rechtsstaat, wenn es darauf ankommt, gegenüber allen anderen Interessen, auch gegenüber Geheimdienstkooperation, Bestand hat oder nicht? Klären Sie jetzt endlich auf. Die Linke unterstützt Sie dabei, gewohnt, kompetent, leidenschaftlich und engagiert. Das ist ein ernst gemeintes Angebot, was angesichts der Situation, in der Sie sich befinden, unbedingt angenommen werden sollte. Vielen Dank. Soweit also der Rest der Rede von Jan Korte für die Linksfraktion. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke. Nach ihm jetzt Christian Fliesek, SPD. Er ist Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir aus Anlass einer Aktuellen Stunde einmal wieder im Plenum Gelegenheit haben, über die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses zu reden. Denn der NSA-Untersuchungsausschuss hat seit seiner Konstituierung im letzten Jahr, wie ich finde, seine Arbeit gemacht. Und er hat, das betone ich auch ausdrücklich, durch die gemeinsame Arbeit aller Fraktionen in diesem Ausschuss Beachtliches geleistet. Und wenn man ein erstes Zwischenfazit ziehen will, aus meiner Sicht kann es nur lauten, dass die parlamentarische Kontrolle über die Geheimdienste in Deutschland im Grundsatz funktioniert. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist die Kontrolle dieses Parlaments und seiner Abgeordneten in diesem Untersuchungsausschuss und im parlamentarischen Kontrollgremium, die aktuell dafür Sorge getragen hat, dass offensichtliche Missstände in den deutschen Geheimdiensten und bei der Aufsicht über die deutschen Geheimdienste auf den Tisch kommen. Und wir werden das vollständig weiterhin aufklären. Wir werden das sachlich, politisch bewerten und wir werden uns dann auch darüber unterhalten und verständigen, welche Konsequenzen hieraus zu ziehen sind. Meine Damen und Herren, man kann, ich sage es mal so, diese aktuelle Stunde, man kann jetzt tüchtig auf die Pauke hauen, ja, das kann man. Aber die Dinge sind eigentlich zu ernst. Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die den Anlass für diese Aktuelle Stunde bilden. Eine ganze Reihe, wir nehmen Sie ernst, Frau Göring-Eckardt, eine ganze Reihe von Fragen stehen auf der Tagesordnung. Hat der Bundesnachrichtendienst über Jahre hinweg bei seiner Fernmeldeaufklärung Suchbegriffe der NSA verwendet, die gegen deutsches Recht oder, was gleichbedeutend wäre, gegen deutsche Interessen massiv verstoßen haben? In welchem Umfang ist das geschehen? Welche Qualität haben die Informationen, die auf der Grundlage dieser Suchbegriffe an andere Geheimdienste gegeben worden sind? Waren es Informationen über deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen, deutsche Politiker, europäische Institutionen? Wie konnte es dazu kommen? Und wie können wir sicher sein, dass aktuell, also heute, sichergestellt ist, dass auf der Grundlage solcher Suchbegriffe keine Informationen mehr an amerikanische Geheimdienste weitergegeben werden? Und auch das ist eine Frage. Warum haben offensichtlich Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst über einen längeren Zeitraum diesen Umstand nicht nach oben gemeldet, an die Hausspitze? Und warum ist dieser Umstand nicht im Bundeskanzleramt als Aufsichtsbehörde weitergegeben worden?
Offensichtlich, davon müssen wir ausgehen, ist nur aufgrund der Arbeit des Untersuchungsausschusses dem Bundeskanzleramt überhaupt zur Kenntnis gelangt, dass es solche Selektorenlisten gibt. Das alles deutet auf Organisationsdefizite, vielleicht auch auf Aufsichtsdefizite hin. Aber meine Damen und Herren, und das sage ich auch gezielt an die Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, wir müssen das sachlich aufklären, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und ich sage auch, eines deutlich zumindest für meine Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss, wir sind ein Aufklärungsgremium und kein Rücktrittsforderungsgremium. Aber weil das genau so ist und weil wir ein Aufklärungsgremium sind, sage ich, und das wiederhole ich gerne, seien Sie nicht so hysterisch, bleiben Sie nüchtern. Weil das so ist, weil wir ein Aufklärungsgremium sind, müssen die Selektorenlisten dem Untersuchungsausschuss so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Sie sind ein Kernbereich für unsere Aufklärungsarbeit, Herr Gysi. Wir brauchen diese Listen. Es gibt für eine Vorlage auch geeignete, abgestufte Verfahren. Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, da gibt es Graubereiche. Das muss dem Bundesnachrichtendienst klar sein. Das ist mit Sicherheit dem Kanzleramt klar. Und notfalls müssen wir davon auch unsere amerikanischen Freunde überzeugen. Meine Damen und Herren, wir werden als SPD bei der Reform, die ansteht, klare Schwerpunkte setzen. Wir werden uns die Auslandsüberwachung, und da stehen wir an der Seite des ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Papier, wir werden die Auslandsüberwachung regeln. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das tun müssen. Denn das, was wir gerade hier diskutieren, betrifft genau den Kernbereich. Wir können nicht immer nur mit dem empörten Zeigefinger über den Atlantik zeigen und Standards für den Schutz deutscher Bürger und Unternehmen einfordern und selber genau das nicht tun. Wir müssen hier in Vorleistung gehen. Und wenn dieser Untersuchungsausschuss ein Ergebnis haben sollte, dann ist es, dass wir als Deutsche bereit sind, diese Pionierarbeit zu leisten, dass wir sagen, in globalen Zeiten, bei global tätigen deutschen Unternehmen, wo Menschen vieler Nationen arbeiten, macht der Unterschied zwischen Inland und Ausländern überhaupt keinen Sinn mehr. Und schon gar nicht in Bezug auf unsere europäischen Partner. Und deswegen müssen wir das auf solide rechtsstaatliche Basis stellen, die Auslandsüberwachung aus dem Graubereich herausholen. Und wir müssen sie vor allen Dingen einer parlamentarischen Kontrolle zuführen. Das ist unsere Überzeugung. Und da werden die SPD-Kolleginnen und Kollegen im PKGR und im Untersuchungsausschuss ihren Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Christian Fliesek war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90, die Grünen und Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion. Kollegen, Herr Strobel, nein, das ist kein Skandal, wenn ein Geheimdienst spioniert. Dafür ist er schließlich gegründet worden. Und es ist auch kein Skandal, wenn der Bundesnachrichtendienst für Terrorismusbekämpfung mit ausländischen Diensten kooperiert. Das ist kein Skandal. Wenn es dafür klare Regeln gibt, wie sie beispielsweise im Jahr 2002 verabredet worden sind, im Memorandum of Understanding, und wenn diese Regeln eingehalten werden, und das ist das Problem. Es ist nämlich ein Skandal, wenn die obersten Dienstherren und Frauen, muss man hier an dieser Stelle ausdrücklich sagen, die Geheimdienste nicht kontrollieren, ja offenbar nicht einmal kontrollieren wollen. Und wenn die Bundeskanzlerin seit Jahren Aufklärung verspricht und doch nichts tut, dann ist das ein Skandal. Und wenn zugelassen wird, dass deutsche Unternehmen ganz offensichtlich ausgespäht wurden, wenn zugelassen wird, dass europäische Partner ganz offensichtlich ausgespäht wurden, dann ist das ein Skandal. Und Sie haben ja gesagt, die Kanzlerin hat ja gesagt, Abhören unter Freunden geht gar nicht. Seit Edward Snowden, seit 2013, wussten wir doch aber alle, dass etwas faul ist. Und Sie haben nichts getan. Die Bundeskanzlerin ist nach dem Motto Verfahren vertuschen, verschleiern, aussitzen. Und da ist das Problem. Und man muss sich fragen, wusste man da wirklich nichts oder wollte man gar nichts wissen, was in der Dienst- und Fachaufsicht im Kanzleramt passiert? Das muss der Untersuchungsausschuss klären.
Seit 2013 wurde viel geredet und Aufklärung. Auch dieser Skandal. Und das ist wichtig, weil das auch mit der Frage der Aufsicht zu tun hat. Auch dieser Skandal kam ans Licht dadurch, dass Hans-Christian Ströbel im Untersuchungsausschuss einen Beweisantrag gestellt hat. Nicht etwa durch die Fachaufsicht, sondern dadurch. Und jetzt fragt man sich, und wir fragen das, hat eigentlich die Bundeskanzlerin sich Herrn Schindler mal zur Brust genommen? Oder was hat sie zu ihrem Geheimdienstabteilungsleiter Günter Heiß gesagt? Das ist eine der Stellen, wo die BND-Berichte ans Kanzleramt aus den Jahren 2010 und 2013 untergegangen sein müssen. Oder wusste sie doch davon? Haben Sie beim BND eigentlich auf häufigere, auf unangekündigte Prüfungen gedrängt? Wurden technische, wurden organisatorische Vorkehrungen getroffen, damit es einen Missbrauch durch andere Dienste nicht gibt? Das alles wissen wir nicht. Und diese Fragen müssen geklärt werden, und sie werden geklärt werden im Untersuchungsausschuss. Allerdings das Wenige, was wir über die sogenannte Aufklärung im Kanzleramt wissen, stimmt nicht gerade optimistisch. Das Ende der Amtszeit von Kanzleramtsminister Roland Pufalla scheint ja plötzlich irgendwie in anderem Licht. Und dass Anfang des Jahres 2014 zwischen den neuen Kanzleramtsminister und die Aufsicht plötzlich so eine Art Puffer mit dem Staatssekretär Fritsche für den als Beauftragter für die Nachrichtendienste installiert worden ist, da fragt man sich auch, warum ist das eigentlich geschehen? Ging es da um mehr Aufklärung oder ging es darum, dass man jetzt einen neuen Rücktrittspuffer hat, den man dann im Zweifelsfall benutzen muss? Was Sie tun, ist nach dem Motto, erst den BND an der langen Leine lassen, aber wenn Sie was ausgefressen haben sollen, dann wirft man die Leine insgesamt weg. Das hat mit Verantwortung nichts zu tun. Und ich finde, damit ist die ganze Sache zu weit getrieben worden sind. Die Dienste reagieren ja spürbar genervter, wenn es wieder heißt, das Kanzleramt sei nicht informiert worden. Hier geht es auch um eine Mitschuld durch Unterlassen, meine Damen und Herren. Und das sage ich Ihnen jetzt ausdrücklich und als überzeugte Transatlantikerin. Ja, das sage ich ausdrücklich, weil ich finde, dass die Tatsache, dass in der Bevölkerung das Verständnis für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in der Terrorismusbekämpfung sinkt, das hat genau damit zu tun. Wenn wir als Parlamentarier darauf warten müssen, dass die NSA erstmal gefragt werden muss, was sie zur Verfügung stellt, das führt doch, meine Damen und Herren, dazu, dass die Geheimdienstkontrolle nicht mehr im Kanzleramt stattfindet, sondern gleich bei der NSA. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Und wenn Sie den BND nicht kontrollieren wollen, dann leistet man doch dem Eindruck erst Vorschub, dass das eine Politik ist in Dienstbarkeit gegenüber der NSA und dass es nichts mehr mit unserer Souveränität zu tun hat. Meine Damen und Herren, worüber ich mir die meisten Sorgen mache, ist die Vertrauenskrise, die dadurch entsteht. Der BND-Skandal ist nämlich längst genau das. Er ist eine Vertrauenskrise. Vertrauen der Unternehmen, Vertrauen der europäischen Partner, Vertrauen auch der transatlantischen Partner. Und Sie haben das Vertrauen enttäuscht, was dieses Parlament angeht, meine Damen und Herren. Und es geht eben auch um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie. Wir werden für Aufklärung sorgen. Sie aber sollten sie wollen und mit allem Nachdruck. Vielen Dank. Eine Vertrauenskrise hat Katrin Göring-Eckardt ausgemacht in ihrer Rede hier in dieser Aktuellen Stunde zur Zusammenarbeit zwischen NSA und BND. Nächster Redner ist jetzt der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Stefan Mayer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, man erlebt ja in so einigen Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag einiges und macht einiges mit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selten klafft die öffentliche Darstellung in einer Angelegenheit so auseinander zu dem, was wirklich in der Substanz vorhanden und gegeben ist. Es ist beileibe kein BND-Skandal, der hier zur Debatte steht, sondern aus meiner Sicht ist es ein Skandal, wie die Opposition mit dieser Thematik umgeht. Für diese Hysterie, die teilweise jetzt im Land hier Einzug gehalten hat, besteht nämlich überhaupt keine Grundlage. Und ich muss schon auch ganz ehrlich sagen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, am einfachsten machen es sich die Kollegen, die von der Sache keine Ahnung haben, die weder Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums sind oder Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss.
Es ist ganz einfach, da kann man leicht von Lüge reden, da kann man leicht von Landesverrat reden, da kann man ganz einfach Rücktrittsforderungen in die Welt setzen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns doch folgende Marschroute geben. Die Reihenfolge muss lauten, zuerst den Sachverhalt vollständig, umfassend, lückenlos aufklären, dann eine Bewertung vornehmen und dann die Konsequenzen ziehen. Aber Sie machen es sich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, ganz einfach und drehen die Reihenfolge einfach um. Wir hatten gerade eben eine hochinteressante Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ich werde natürlich das Geheimnisgebot nicht brechen. Aber ich darf schon insoweit Auskunft geben, als dass die Vorwürfe und die bodenlosen Unterstellungen gegenüber unserem heutigen Bundesinnenminister Thomas de Maizière sich restlos aufgeklärt und als haltlos erwiesen haben. Ich würde es wirklich Ihnen wünschen, leider geht es nicht, dass Sie Einblick nehmen könnten in die Vermerke, die uns jetzt vorgelegt wurden zur Vorbereitung dieser Sitzung. Aber ich darf auch insoweit so viel sagen. In keinem dieser Vermerke steht nur ein Unternehmensname. In keinem dieser Vermerke, die Thomas de Maizière dienten zur Vorbereitung der Reise nach Washington Ende Februar 2008, steht das Wort Suchbegriff Selektor. Ganz im Gegenteil, und es war hochinteressant, diese Vermerke zu studieren, der Bundesnachrichtendienst warnt ganz deutlich vor einer Ausweitung der Kooperation mit den US-Amerikanern. Er weist deutlich darauf hin, dass die Gefahr besteht, in die Zukunft gerichtet, dass, wenn man die Kooperation intensivieren würde, es dann zu einem Missbrauch käme. Aber es gibt in keiner Weise Hinweise darauf, dass Erkenntnisse schon vorhanden waren, dass in der Vergangenheit Wirtschaftsspionage betrieben wurde. Also die Vorwürfe haben sich restlos in Luft aufgelöst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist dies wirklich ein beredtes Beispiel dafür, dass hier wirklich in diesem konkreten Fall Schindluder getrieben wurde und wirklich auch mit unserem Bundesinnenminister Charlatanerie betrieben wurde. Das war unanständig, das war bodenlos und das war unredlich. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ja gar nicht so weit gehen, dass ich sage, es sind in dieser Angelegenheit keine Fehler gemacht worden. Nur ich bitte schon auch um eines, nämlich um die Redlichkeit dahingehend, dass nicht jeder Fehler automatisch ein Skandal ist. Fehler werden überall gemacht. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Politiker macht Fehler. In jeder Behörde, in jedem Unternehmen werden Fehler gemacht. Aber wir sollten uns doch alle davor hüten, dass jeder Fehler sofort zum Skandal inszeniert wird. Und das ist im konkreten Fall aus meiner Sicht so zutreffend. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir können ja durchaus uns auch sehr intensiv im Nachgang zu dieser Angelegenheit über eine Neujustierung der parlamentarischen Kontrolle unterhalten. Nur, ich warne auch hier vor falschen Erwartungen. Es wird nie so sein, dass wir hinter jeden der 10.000 Mitarbeiter unserer Dienste einen parlamentarischen Kontrolleur stellen werden können. Es wird auch bei der besten, intensivsten und effektivsten parlamentarischen Kontrolle immer so sein, dass in den Diensten auch mal Fehler passieren. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern eine gute und eine gut funktionierende parlamentarische Kontrolle unserer Dienste haben. Und was ich mir schon wünschen würde, man sagt ja auch so schön, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch irgendetwas Gutes an sich hat. So unsäglich diese Skandalisierung und diese Hysterie jetzt auch um die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes ist, vielleicht hat sie den Vorteil oder vielleicht kann man den Gewinn daraus ziehen, dass wir in Deutschland mit dazu beitragen, dass wir ein anderes Bewusstsein in unserer Bevölkerung schaffen über die Notwendigkeit von Nachrichtendiensten. Das ist in anderen Ländern anders. In anderen Ländern gibt es ein anderes Selbstverständnis der Dienste. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen auch in Zukunft gut funktionierende, gut aufgestellte Nachrichtendienste. Ich möchte an der Stelle auch eine Lanze für die Mitarbeiter in den Diensten brechen. Die machen eine gute, die machen eine ordentliche Arbeit. Und nur zum Schluss noch ein doch sehr ernst gemeinter Hinweis. Es ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass allein durch die intensive Kooperation zwischen dem BND und der NSA seit 2011 19 geplante Anschläge auf Angehörige der Bundeswehr in Afghanistan rechtzeitig verhindert werden konnten. Ganz konkret daran sieht man, wie wichtig es ist, dass wir einen gut aufgestellten Bundesnachrichtendienst haben und dass dieser Bundesnachrichtendienst auch eng und kooperativ zusammenarbeitet mit den Diensten anderer Länder. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle auch hier beherzigen sollten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Soweit Stefan Meyer für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Martina Renner für Die Linke. Auch sie ist Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die eben gehörte Rede von Herrn Kollegen Meyer hat wohl eines gezeigt, wie sehr mit zweierlei Maß die Bundesregierung auf die Aufklärungsbemühungen dieses Parlaments reagiert. Während wir als Opposition falsche Antworten auf kleine Anfragen zur Wirtschaftsspionage und die Verwicklung der NSA erhalten und durch Herrn Altmaier bedroht werden als Aufklärer im NSA-Untersuchungsausschuss, wenn wir öffentlich den Überwachungs- und Spionageskandal thematisieren und uns dann mit Verfahren wegen Geheimnisverrat gedroht wird, berichtet Herr Meyer hier eben aus geheimen Unterlagen, die der PKGR heute vorgelegen haben, und interpretiert sie in einseitiger Art und Weise. Und wir können hier nicht in angemessener Form reagieren. Das ist ein zweierlei Maß mit dem Umgang des Parlaments und den Rechten der Abgeordneten. Und das ist insbesondere unserem Aufklärungsauftrag als NSA-Untersuchungsausschuss nicht würdig. Seit einem Jahr mühen wir uns in diesem Ausschuss, einen der größten, vielleicht sogar den größten Geheimdienstskandal der Bundesrepublik zu klären. Und es geht hier nicht um Fehler und Pannen. Es geht um einen Skandal. Ich sage das ganz bewusst. Unser aller Kommunikation, seines E-Mails, Kurznachrichten, Telefongespräche, unser Surfverhalten im Internet, alles wird überwacht. Und niemand ist mehr sicher vor der Spionage der Geheimdienste. Nicht die deutsche Regierung, ebenso wenig wie befreundete europäische Regierungen, Institutionen, Parlamente, Medien, genauso wenig wie Unternehmen und Konzerne. Wir alle kennen die Spione und wir sprechen es aus. Es ist die NSA und der Bundesnachrichtendienst Hand in Hand. Die Massenüberwachung, die wir auch als Ausschuss festgestellt haben, zum Beispiel durch den Abgriff der Telekommunikationsdaten bei der Deutschen Telekom in Frankfurt, ebenso wie die politische und wirtschaftliche Spionage, haben rein gar nichts, aber auch gar nichts mit den postulierten Zielen der Geheimdienste zu tun. Diese Praxis, die wir untersuchen, diese Praxis ist illegal und demokratieschädigend. Und warum wissen wir überhaupt davon? Warum hat sich der Untersuchungsausschuss auf den Weg gemacht? Wir wissen davon, weil Edward Snowden den Mut hatte, die Welt über die Massenausspähung durch die NSA zu informieren. Er hat den Stein ins Rollen gebracht, und bis heute verweigern Sie dem Kronzeugen im NSA-Untersuchungsausschuss seine Aussage hier in Berlin. Und seit diesen Enthüllungen in 2013 beschäftigt uns alle die Frage, und die muss uns als Parlament interessieren, inwieweit der BND an dieser Praxis der NSA, der Massenüberwachung und Spionage beteiligt war und ist, und natürlich auch immer mit der Frage, das ist untrennbar damit verbunden, ob der BND dabei seinen gesetzlichen Rahmen verlassen hat. Seit knapp 10 Tagen erfahren wir nun aus den Medien, dass dieses Ausspähen und Überwachen gezielt gegen europäische Partner, gegen europäische Industrieunternehmen mit deutscher Beteiligung und gegen befreundete Regierungen gerichtet war und dass das Bundeskanzleramt von dieser Praxis des BND seit mehr als 5 Jahren informiert gewesen ist und nicht erst seit 2015. Da muss ich leider dem Kollegen Christian Fliesig widersprechen in diesem Punkt. Momentan steht im Raum, dass der Bundesrepublik offenbar die NSA näher steht als der LSE-Palast, das Europaparlament oder unser Nachbarland Österreich. Damit beginnt der zweite Teil der Affäre. Die Bundesregierung und vor allem voran der jetzige Bundesinnenminister und langjähriger Staatsminister und Bundeskanzler Thomas de Maizière versprechen jeden Tag eine Aufklärung der Öffentlichkeit. Doch passiert ist bislang nichts. Nichts, was auch nur annähernd das Wort Aufklärung verdienen würde. An dieser Stelle möchte ich auf 2 eklatante Beispiele abstellen. Seit mehr als 2 Wochen warten wir auf die Liste der Spionageziele. Und was ist passiert? Nichts. Stattdessen fragt die Bundesregierung in den USA um Erlaubnis hier ihrer Pflicht gegenüber dem Parlament nachzukommen.
Es kann nicht sein, dass BND und NSE, die hier möglicherweise Straftaten begangen haben, nun selbst entscheiden dürfen, welche Informationen über ihr Handeln sie dem Ausschuss übergeben und der das untersuchen soll. Solange diese Liste zurückgehalten wird, werden, so sagen wir, die Spione geschützt und die parlamentarische Aufklärung sabotiert. Und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wer jetzt meint, die Aufklärung könnte beim BND stehen bleiben, und wir fragen nicht nach den Verantwortlichen im Bundeskanzleramt, wir fragen nicht, was dort wann gewusst wurde und wer diese Spionage zugelassen hat und sie nicht unterbunden hat, wer nicht die europäischen Partner informiert hat. Das werden wir fragen als Untersuchungsausschuss. Und wenn jetzt in den nächsten Stunden und Tagen klar wird, dass die von uns als Opposition gemeinsam beantragten, wie auch die Beweisanträge zu diesen Spionagezielen der NSE gemeinsam beantragten Listen nicht vorgelegt werden, dann müssen wir sagen, das ist nicht nur Blockade der Arbeit, das ist der Versuch der Verschleppung. Es steht im Raum, dass wir möglicherweise die entsprechenden Zeugen aus dem Bundeskanzleramt erst zum Sommer oder sogar erst nach der Parlamentspause hören werden. Das ist nicht das, was die Öffentlichkeit derzeit erwartet. Frau Kollegin, ja, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie haben Ihre Redezeit schon deutlich überzogen. Ich denke, Sie haben jetzt allen Anlass dafür, diesen Skandal nicht weiter auszusitzen, sonst werden diejenigen, die das tun, den Stuhl riskieren, auf dem sie gerade noch Platz genommen haben. Danke. Soweit Martina Renner für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Susanne Mittag für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, das Thema ist sehr interessant und das ist sehr schön. Und ich bin froh, dass wir in dieser aktuellen Stunde, die von der SPD und CDU-CSU-Fraktion, dass diese aktuelle Stunde beantragt worden ist. Und zwar darüber zu sprechen, über die Kooperation von BND und NSA in Deutschland. Denn die Vorwürfe, die in den letzten Tagen dem BND gemacht wurden und auch dem Bundeskanzleramt gemacht wurden, sind erheblich und erreicht zumindest in der Öffentlichkeit, und deswegen ist der Zuspruch ja auch so groß, immer neue Dimensionen. Aber die Presseberichte lenken auch die öffentliche Aufmerksamkeit endlich vermehrt wieder auf den NSA-Untersuchungsausschuss. Und hoffentlich hilft uns diese öffentliche Resonanz auch bei der Durchsetzung unserer Beweisbeschlüsse im Ausschuss. Das sind nämlich inzwischen fast 300. Wir sind ja nicht untätig geblieben. Und ich denke, seit einigen Tagen mehren sich offene Fragen und damit auch die Anzahl der Beweisbeschlüsse. Aber schnelle Schlussfolgerungen, wie in den letzten Tagen geäußert, helfen bei der wichtigen Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses nicht wirklich weiter. Wir haben als Untersuchungsausschuss einen klar definierten Untersuchungsauftrag und klare Forderungen, um einen hochproblematischen Sachverhalt zu klären, sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich. Und dabei geht es nicht um Hörensagen, Schlussfolgerungen, Empfindungen oder Ähnliches, sondern es geht um belastende und entlastende Momente. Und diese zu bekommen, das haben wir gemerkt, das wird wohl nicht ganz einfach sein. Das haben wir schon gemerkt, indem wir schwarze Seiten hatten, blaue Seiten hatten, gar keine Seiten von Akten hatten, externe Orte zum Lesen. Konsultationen ohne Ergebnis hatten wir auch schon, also es wird nicht aufhören, aber wir werden die Beweise bekommen. Sie sind unverzichtbar, so unangenehm es vielleicht für den einen oder anderen auch werden könnte. Eine sachliche öffentliche Diskussion kann da nur hilfreich sein. Ich sage sachlich. Und es müssten jetzt alle Fakten auf den Tisch und dann die Zeugen befragt werden. So rum wird ein Schuh draus. Einige werden wir wohl eventuell erneut vernehmen müssen. Da ist, denke ich mal, die Belehrung vor der Aussage wohl nicht so ganz komplett angekommen. Erst dann ist es sinnvoll, Konsequenzen zu fordern, organisatorisch oder rechtlich oder personell. Nur so bleibt der Ausschuss, das Parlament und die Politik glaubwürdig. Und auch eine Regierung ist nur so glaubwürdig, wie sie mit eigenen Mängeln umgehen kann. Die in den vergangenen beiden Wochen aufgeworfenen Fragen zeigen nur die Richtigkeit und Wichtigkeit des NSA-Untersuchungsausschusses. Denn erst durch diese Beweisbeschlüsse aus diesem Ausschuss
es waren nicht die Grünen alleine, scheinen sowohl dem BND als auch dem Kanzleramt die Brisanz der von den USA eingesteuerten Selektoren bewusst geworden zu sein. Und die aufgeworfenen Fragen bestätigen die Richtigkeit und die Wichtigkeit unserer im Ausschuss beschlossenen Vorgehensweise. Vielleicht nur noch mal zur Erinnerung. Erst kehren wir vor der eigenen Tür, also BND und dessen Kontrolle. Und da scheinen wir offenbar noch lange nicht fertig zu sein mit der parlamentarischen Aufarbeitung. Aber vielleicht geht das auch in der einen oder anderen Diskussion unter. Die Aufgabe des BNDs unter anderem ist, die Unterstützung der Bundesregierung bei ihren sicherheits- und außenpolitischen Entscheidungen durch Bereitstellung von Erkenntnissen über das Ausland. Manchmal habe ich in der Diskussion das Gefühl, das wird ein bisschen gemischt. Die informatorische Unterstützung der Bundeswehr bei ihren Auslandseinsätzen ist schon erwähnt worden. Die Bundeswehr ist in 14 Ländern unterwegs. Stichwort hier ist der Schutz der Truppe vor terroristischen Anschlägen. Das hat das ein oder andere Mal ja offensichtlich geklappt. Und Informationen bei Krisen oder Entführungsfällen deutscher Staatsangehörigkeit bereitzustellen. Da sind mehrere Entführungsfälle zurzeit noch unterwegs. Wird nicht öffentlich diskutiert, ist auch richtig so, ist aber wichtig. Es waren die Ereignisse und Entwicklungen nach dem 11. September 2001, die zum Memorandum of Agreement mit der NSA geführt haben. Und der Rahmen dieses Agreement ist klar definiert und nachvollziehbar. Und wir müssen nun klären, ob und inwieweit sich beim BND im Laufe der Jahre ein gewisses Eigenleben und oder ein großzügiges Interpretieren der rechtlichen und vertraglichen Rahmen breitgemacht hat, um es mal milde auszudrücken. Das ist unsere Aufgabe und wir müssen klären, ob und wann bei offenkundigen Verstößen des ausländischen Partners Meldungen an die BND-Spitze und das Kanzleramt gegangen sind und welche Folgen das für die weitere Zusammenarbeit hatte. Und ganz besonders ist es interessant natürlich, wann und mit welchen Folgen. Die Aufklärungsarbeit des Ausschusses wird sich dann mit einem weiteren Schritt mit USA und Großbritannien beschäftigen und deren Nachrichtendiensten. Da sind wir nämlich noch gar nicht angekommen. Und wir haben was haben diese explizit in Deutschland unternommen, um, so wie es Edward Snowden sagt oder nahelegt, ein engmaschiges Spionagenetz anzulegen, um die weltweite Kommunikation auch hier dem sogenannten Full Take überwachen zu können. Das müssen wir alles noch klären, was zutrifft. Und diese Aufklärungsarbeit ist unsere Aufgabe, der wir nun schon seit über einem Jahr jeden Donnerstag in jeder Plenarwoche nachkommen, bis spät in die Nacht. Und in der polizeilichen Ermittlungsarbeit gibt als Grundlage der Ermittlung immer die 7 goldenen Ws. Der eine oder andere Polizist wird es kennen. Wer hat wann, wo, was, wie, mit wem, warum? Und das ist die Grundlage einer Ermittlungsarbeit. Und so werden wir auch weiter vorgehen. Dazu gehören Sachbeweise. Und die brauchen wir bis morgen. Ist nun mal so. Und zwar in Form von Selektorenlisten. Das ist wichtig. Das ist ein Sachbeweis. Und auch wenn ich mich da wiederhole, die Selektorenlisten sind elementar für die Aufklärung. Erste Zeugenbefragung dazu haben wir schon letzte Woche beschlossen. Da haben wir schon den Plan geändert. Im vergangenen Jahr bis heute war die Zusammenarbeit im NSA-Untersuchungsausschuss, um auch mal was Positives zu sagen, über die Fraktionsgrenzen hinweg sehr kooperativ und kollegial. Auch wenn es hier und da bei der einen oder anderen Frage unterschiedliche Meinungen gab, hat uns bisher immer der gemeinsame Aufklärungswille gute Lösungen für die Arbeit des Ausschusses finden lassen. Und das wünsche ich mir bei aller Aufgeregtheit rund um zu der letzten Tage auch weiterhin. Denn eins ist klar, nur wenn wir als einstimmig vom Bundestag eingesetzter Untersuchungsausschuss zusammenarbeiten, können wir unserem Auftrag gerecht werden. Denn die Widerstände gegen unseren Aufklärungsauftrag sind auf beiden Seiten des Atlantiks. Diese Widerstände gilt es zu überwinden. Da sind wir auf einem guten Weg. Und als selbstbewusstes Parlament werden wir zusammen einen Weg finden, um sowohl berechtigten Geheimhaltungsinteressen. Ja. Frau Kollegin, ich muss auch Sie ermahnen. Ja, ich bin noch zum letzten Satz hier. Um sowohl berechtigten Geheimhaltungsinteressen Rechnung zu tragen, als auch dem öffentlichen und unserem eigenen parlamentarischen Anspruch auf Aufklärung gerecht zu werden. Und ich denke, das kriegen wir hin. Herzlichen Dank. Soweit Susanne Mittag für die SPD-Fraktion. Nach ihr jetzt Hans-Christian Ströbele, der Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages ist. Ja, danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reden heute über Fehler im Kanzleramt. Über Fehler war ja auch Herr Mayer der Meinung und über Fehler im Kanzleramt. Deshalb bedauere ich außerordentlich, dass die Chefin des Kanzleramtes hier nicht ist und der Platz frei ist. Ist er jetzt der Chef? Ach so. Aha. Na gut, das
können Sie der Kanzlerin schon beibringen. Ich hätte mir nämlich erwartet, dass die Kanzlerin als erstes, Mal hierher gibt, sich hierher stellt an dieses Pult und erklärt und definitiv gegenüber dem Parlament, gegenüber der Öffentlichkeit, dass ihre Aussage im Wahlkampf 2013 falsch war, nämlich die Aussage, dass es keinerlei Wirtschaftsausspähung, Spionage in Deutschland durch die NSA gibt. Diese Aussage war falsch und die muss sofort korrigiert werden. Dann macht sie. Ich will mal versuchen, unter den, nicht den Ahnungslosen, die Herr Mayer hier genannt hat, sondern unter denen, die Ahnung haben, mal die Themen sortieren. Es geht hier nicht um Daten über Anschläge, über terroristische Anschläge. Es geht auch nicht über Daten, es geht auch nicht hier über Daten von Wirtschaftsunternehmen, deutschen oder europäischen, die möglicherweise Beziehungen zu Waffenhandel haben, zu Drogenhandel haben, zu Terrorismus haben oder was auch immer, sondern es geht hier darum, um Informationen über Personen in Deutschland, in Europa und Firmen in Deutschland, Europa, die all das nicht haben, die nur in den Fokus der NSA und des Bundesnachrichtendienst gekommen sind, weil die NSA die Vereinbarung mit dem Bundesnachrichtendienst nicht eingehalten hat. Und das, Herr Kollege Mayer, verstößt eklatant gegen deutsches Recht, gegen deutsches Grundgesetz. Und das hat die Bundesregierung zu verantworten. Nur darum geht es. Und dass es nur darum geht, können Sie daraus sehen, dass diese Selektoren, zum Beispiel EADS oder Eurocopter oder französische Politiker, die da dauernd durch die Gegend geistern, dass diese Selektoren vom Bundesnachrichtendienst aussortiert wurden, auch nicht wieder reingenommen worden sind, weil sie eklatante Verstöße gegen die Vereinbarung mit Deutschland gewesen sind. So einfach ist das. Und dann lassen Sie uns darüber reden. Wir werfen der Bundesregierung nicht vor, dass sie mit den USA zusammenarbeitet, auch nicht im Geheimdienstbereich. Ich bin damit seit 15 Jahren oder länger beschäftigt. Sondern wir werfen der Bundesregierung vor, dass sie diese Rechtsbrüche deutschen Rechts, des deutschen Grundgesetzes und der Vereinbarung mit den USA nicht nur geduldet, toleriert, übersehen, sondern mitgemacht hat, gefördert hat, weil der Bundesnachrichtendienst diese Selektoren nicht ausgeschlossen hat. Und wir werfen Herrn de Maizière nach wie vor, auch nach der Sitzung vorhin vor, dass er als zuständiger Chef im Kanzleramt nicht das Notwendige getan hat, um das abzustellen, was seit 2005 im Bundesnachrichtendienst bekannt war, seit 2010 spätestens im Kanzleramt und vorher im Kanzleramt hätte bekannt sein müssen. Sie haben nämlich vorhin nicht erwähnt, Sie haben gesagt, es lagen diese Namen EADS und andere Firmen, die waren nicht Gegenstand der Vermerke. Sie haben aber nicht gesagt, dass es in den Vermerken sehr wohl Anhaltspunkte gibt, warum Herr de Maizière hätte tätig werden müssen. Und er ist nicht tätig geworden, weder in seinem Amt noch beim Bundesnachrichtendienst, nur noch gegenüber der NSA und den US-amerikanischen Freunden. Das werfen wir ihm vor. Deshalb sagen wir, Herr Mayer, auch Sie sagen, es hat Fehler gegeben. Ja. Es hat Fehler gegeben. Aber, Herr Mayer, diese Fehler sind so schlimm, dass das organisatorische und personelle Konsequenzen haben muss, sowohl im Bundeskanzleramt als auch im Bundesnachrichtendienst, und zwar erhebliche. Fordert Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Manfred Grund. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Kollege Ströble, Fakten, Fakten, Fakten und immer in Sichtweite der Wahrheit bleiben. Bei allen Dokumenten, die uns heute vorgelegt wurden, sind im parlamentarischen Kontrollgremium, insbesondere das Jahr 2005 betreffend, Dokumente, deren
Inhalt auch Sie nicht angezweifelt haben, ist nichts herauszulesen, nicht mal hinein zu interpretieren, was mit Rechtsbrüchen, was mit Fehlern im Kanzleramt oder Industriespionage zusammenhängt. Bitte bleiben Sie bei dem, was Sie auch heute gehört haben. Verbreiten Sie nicht andere Dinge. Zweitens, Frau Kollegin Renner, Massenüberwachung. Seit 2 Jahren steht der Begriff der Massenüberwachung im Raum. Seit 1 Jahr bemühen Sie sich offensichtlich auch im Untersuchungsausschuss neben anderen Kollegen, diese Massenüberwachung zu belegen. Sie haben nichts gefunden. Sie sind auch heute den schlüssigen Beweis von Massenüberwachung in Deutschland schuldig geblieben. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland hat zum Schutz ihrer Bürger und damit auch in unserem Interesse 3 Nachrichtendienste. Einer davon ist der Bundesnachrichtendienst. Und Frau Kollegin Göring-Eckert, wir haben Nachrichtendienste, Gott sei Dank keine Geheimdienste. Zum Kernauftrag des Bundesnachrichtendienstes gehört die Beobachtung von Krisengebieten und Regionen, die von besonderer Bedeutung für die Sicherheit der Bundesrepublik sind, sowie die Aufklärung im Einsatzgebiet der Bundeswehr, und zwar zum Schutz der dort eingesetzten Bundeswehrsoldaten. Darauf zielt der gesetzliche Auftrag an den Bundesnachrichtendienst, Informationen zu sammeln und diese auch auszuwerten. Dabei bedient sich der Bundesnachrichtendienst natürlich nachrichtendienstlicher Mittel. Dem Einsatz dieser nachrichtendienstlichen Mittel sind bereits von unserer Verfassung her enge Grenzen gesetzt. Dazu gehören der Grundsatz, ja ganz enge Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensführung sowie der Grundsatz des Vorrangs und des Vorbehalts des Gesetzes. Unsere Nachrichtendienste, nochmal, sind keine Geheimdienste. Weil ihr Tätigkeitsbereich wesentlich enger gesetzlich gefasst ist, sie sind aber auch kein öffentlicher Dienst, kein offener Dienst, dessen Strukturen, Arbeitsweise, Erkenntnisse oder auch Defizite auf den Marktplätzen unserer Republik oder der Welt ausgebreitet werden können. Weil das so ist, unterliegt auch der Bundesnachrichtendienst einer besonderen Kontrolle des Deutschen Bundestages, insbesondere der Kontrolle des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der G10-Kommission und des Vertrauensgremiums des Haushaltsausschusses. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus die Kontrolle durch Gerichte, Datenschutzbeauftragte und den Bundesrechnungshof. Das Parlamentarische Kontrollgremium kontrolliert die Arbeit der Bundesregierung hinsichtlich ihrer Tätigkeit mit den Nachrichtendiensten des Bundes. Die Bundesregierung ist verpflichtet, das Parlamentarische Kontrollgremium umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums haben Zutritt zu allen Dienststellen der Nachrichtendienste, können Akten und Dateien abrufen, Angehörige der Nachrichtendienste befragen und zur Wahrnehmung seiner Kontrollaufgaben einen Sachverständigen als Sonderermittler einsetzen. Soweit die Theorie. Soweit die gesetzliche Grundlage und, meine Damen und Herren, soweit auch die Praxis. Eine Praxis, die ich als langjähriger Kontrolleur der nachrichtendienstlichen Tätigkeit nicht zu beanstanden habe. Dies war und ist übrigens auch bis heute die Sicht des Parlamentarischen Kontrollgremiums. So steht in der Unterrichtung durch das Parlamentarische Kontrollgremium an das Parlament, Drucksache 18/217, für den Berichtszeitraum November 2011 bis 2013, auch im vorliegenden Berichtszeitraum unterrichtete die Bundesregierung angemessen, zeitnah und im gebotenen Umfang. Für die Information durch die Nachrichtendienste gilt dies grundsätzlich ebenfalls. Ich will zum Erkenntnisgewinn noch hinzufügen, dass dem Parlamentarischen Kontrollgremium immer innerhalb der Bundestagsverwaltung mehr als 1 Dutzend Beamte und Angestellte zuarbeiten und unterstützen. Und ich will der guten Ordnung halber darauf hinweisen, dass die Beratungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums geheim sind und die Mitglieder zur Geheimhaltung der Angelegenheit verpflichtet sind und dass seit Beginn 2015 ein Mitglied der Fraktion Die Linke Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist. Leider ist mit dem Wahlkampf 2013 unter dem damaligen Vorsitzenden die Unsitte eingetreten, dass einige Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums vor und nach den geheimen Sitzungen die Lokal- und die Weltpresse unterrichten. Das hilft vielleicht der eigenen Profilierung, schadet dem Gremium. Schaden für die parlamentarische Kontrolle entsteht auch dadurch, wenn permanent
hochvertrauliche Dokumente durchgestochen werden. Damit wird Misstrauen kultiviert und die Nachrichtendienste diffamiert und diskreditiert. Ich will zum Abschluss noch einmal zitieren aus dem Bericht an des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Frau Vorsitzende, ich bin gleich fertig. Auf Nachfragen der Mitglieder des Gremiums erläutert die Bundesregierung zur Herkunft an den Nachrichtendienst NSE aus Deutschland übermittelten Daten, dass diese aus der Auslandsaufklärung des BND stammen. Die Daten erhebe der Bundesnachrichtendienst im Rahmen gesetzlicher Vorgaben und leite sie erst weiter, nachdem man Daten über Deutsche in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert hat. Alles, was wir heute gehört und gesehen haben, lässt überhaupt keinen Schluss zu, dass diese Praxis nicht fortgesetzt ist und diese Praxis auch angewandt wurde, sodass für die Skandalisierung, die hier betrieben worden ist, überhaupt kein Hintergrund da ist. Manfred Grund war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Uli Grötsch für die SPD. Hat Uli Grötsch von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, was das Positive an der jetzigen Situation ist? Ich sage es Ihnen gerne. Jetzt haben wir alle, jetzt haben wir Parlamentarier, jetzt hat das Bundeskanzleramt die Gelegenheit, den Menschen in Deutschland die Aufgaben und die Notwendigkeiten, denen der BND auch unterliegt, zu erklären. Denn natürlich geht es ohne internationale Zusammenarbeit, natürlich geht es ohne den internationalen Verbund der Nachrichtendienste ausdrücklich nicht. Jetzt ist für uns die Chance, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Nachrichtendienste aus der Grauzone zu holen, in der sie sich zurzeit womöglich befinden. Und ich begrüße es deshalb sehr ausdrücklich, dass die Bundeskanzlerin ihre Aussage vor dem NSA-Untersuchungsausschuss angekündigt hat. Und ich hoffe, dass es in diesem Zusammenhang auch klare Worte von Frau Merkel gibt. Lassen Sie uns alle gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Verschwörungstheoretikern und selbsternannten sogenannten Geheimdienstexperten in Deutschland und überall auf der Welt den Nährboden entziehen und die Arbeit der Nachrichtendienste einer nüchternen Betrachtung unterziehen. Und lassen Sie uns auch Verantwortung als Gesetzgeber übernehmen, um durch klare Gesetze und Vorgaben die Nachrichtendienste aus eben dieser Grauzone zu holen, in der sich die Dienste auch selbst nicht befinden wollen, zudem. Und damit meine ich Gesetze, die auch den Gegebenheiten im Jahr 2015 und darüber hinaus entsprechen und dahingehend angemessen sind. Erst vorletzte Woche am Freitag haben wir an dieser Stelle über die Neustrukturierung des Bundesamtes für Verfassungsschutz diskutiert. Mit dem Gesetzentwurf sind wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wichtigen und einen richtigen Schritt gegangen. Und ich glaube, was für das BfV gut sein wird, das wird auch durch eine klare Gesetzgebung für den BND gut sein. Die Dienste dürfen uns nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Sündenbock für womöglich strukturelle Schwächen und Gesetzeslücken herhalten müssen. Gerade in diesem höchst sensiblen Arbeitsbereich sind klare Regelungen ohne Zweifel erforderlich. Und ich sage es noch einmal ganz ausdrücklich, für uns muss Aufklärung an erster Stelle stehen. Die Fakten müssen auf den Tisch und wir müssen auch dabei bleiben. Ich komme auch eben aus der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums und ich glaube, was dort heute erklärt wurde und was dort heute vorgelegt wurde, macht, wenn man seriös bleiben will, Rücktrittsforderungen und den lauten Schrei Skandal schlichtweg unmöglich. Lassen Sie mich auch sagen, gut, dass wir mit dem NSU-Untersuchungsausschuss ein Gremium haben, das der ganzen Thematik und alle Fragen bis ins Detail nachgehen wird. Der Ausschuss hat in den letzten Monaten enorm viel und enorm erfolgreich gearbeitet. Und ich sage, Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass wir sie haben. Aber der Untersuchungsausschuss stößt natürlich auch an seine Grenzen, wenn ihm Informationen vorenthalten werden. Und ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich den Willen und die politische Bereitschaft gibt,
das Parlament in seiner Funktion als Kontrollinstanz zu stärken. Und das meine ich in Bezug auf das parlamentarische Kontrollgremium in personeller Hinsicht ebenso wie in der Mittelausstattung. Wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine nachhaltige, eine ernstgenommene und deutlich spürbare Stärkung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste. Behörden mit zigtausend Mitarbeitern, die in den verschiedensten Bereichen verteilt um den ganzen Globus im Einsatz sind, können nicht durch einige wenige Kontrolleure effektiv kontrolliert werden. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz zur Struktur der Fachaufsicht und der Kontrolle der Bundesregierung sagen, wenn es um die Kontrolle der Nachrichtendienste geht. Ich halte nichts davon, dass wir noch einen neuen Beauftragten im Deutschen Bundestag installieren. Wir haben nämlich schon eine Fachaufsicht im Kanzleramt. Wir haben einen Geheimdienstkoordinator, der schon von Amts wegen für das zuständig ist, über was wir hier im Grunde reden. Und wir haben seit 2014 sogar noch einen zusätzlichen Beauftragten der Bundesregierung für die Nachrichtendienste. Und somit sind wir hinsichtlich der Strukturen wirklich nicht schlecht aufgestellt. Aber diese Strukturen und die Abläufe müssen natürlich auch eingehalten werden. Der Informationsfluss von ganz unten nach ganz oben muss gewährleistet und natürlich auch im Sinne der parlamentarischen Kontrolle nachvollziehbar sein. Vielen Dank. Uli Grötsch war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Nina Waken für die CDU-CSU. Auch sie ist Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, die heutige Debatte dazu nutzen zu können, uns noch einmal vor Augen zu führen, was eigentlich Auftrag und Aufgabe des ersten Untersuchungsausschusses ist, den wir gemeinsam vor gut einem Jahr eingesetzt haben. Zudem möchte ich darlegen, welche Rolle die Arbeit der Nachrichtendienste für die Sicherheitsarchitektur unseres Landes spielt. Zum Untersuchungsausschuss. Hier muss es um Aufklärung gehen. Aufklärung muss bedeuten, dass Missstände angesprochen und näher untersucht werden. Aufklärung muss aber auch bedeuten, dass man unvoreingenommen und mit dem festen Willen herangeht, umfassend und nachhaltig alle relevanten Sachverhalte und Verhaltensweisen aufzuarbeiten. Wir müssen dabei sehr sorgfältig vorgehen, auch weil das im Grundgesetz verbriefte Recht des Parlaments, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, eines der wichtigsten Rechte dieses Parlaments überhaupt ist. Der Untersuchungsausschuss ist unser schärfstes Schwert, und wir lassen uns hier sicher nicht durch lautstarke Parolen von vielfach bewährten Prinzipien abbringen. Unsere Prinzipien sind Gründlichkeit, Genauigkeit und Aufarbeitung des Sachverhalts von unten nach oben, auch was Zeugenbefragungen angeht. So haben wir das ganz im Sinne einer effektiven und sachgerechten Aufklärung bisher stets getan, und so wollen wir es auch weiterhin tun. Dabei erwarten wir von allen Beteiligten eine Mitwirkung nach besten Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist die Verantwortung gegenüber unserem Land. Ganz im Sinne dieser Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich es sehr begrüßt, wenn man in den letzten Tagen nicht ständig hätte lesen können, wovon man bereits jetzt ausgeht oder welche Schlussfolgerungen man bereits heute zieht, sondern wenn man seitens der Opposition die Sachaufklärung an den Anfang gestellt hätte. Die betriebene Effekthascherei ist unverantwortlich und alles andere als im Sinne einer echten Aufklärung. Fast reflexartig wurde da von Wirtschaftsspionage gesprochen, vom systematischen Ausspionieren der Bevölkerung oder vom willfährigen BND, der der NSA ohne Bedenken und Skrupel gegen deutsches Recht und Gesetz zuliefert. Dies alles ohne Belege. Statt dieser Parolen hätte ich mir gewünscht, dass man vom Ende her gedacht hätte. Zuerst müssen die Fakten auf den Tisch, und zwar alle Fakten. Erst dann folgt die Bewertung, und erst dann wird entschieden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland Nachrichtendienste brauchen. Nachrichtendienste, die sich selbstverständlich an Recht und Gesetz halten und die kontrolliert werden. Aber auch Nachrichtendienste, die gut und effektiv arbeiten, unsere Bürgerinnen und Bürger schützen und Terroranschläge auf unser Land verhindern.
Klar ist, der Bundesnachrichtendienst dient dem Land, er arbeitet nicht in eigenem Auftrag. Die Bundesregierung muss wissen, was dort geschieht, und wir als Parlament nehmen Kontrollrechte wahr. Meine Damen und Herren, man hört dieser Tage immer nur, was vermeintlich nicht gut läuft beim BND. Man sollte aber auch ruhig einmal auf die Erfolge hinweisen. Allein in den vergangenen Jahren hat der BND mitgeholfen, mindestens 5 größere Anschläge in Deutschland zu verhindern, insbesondere der Fall der Sauerlandgruppe. Den Fall der Sauerlandgruppe möchte ich hier nennen, das wurde auch schon angesprochen. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört zur Wahrheit. Und lassen Sie mich einmal einen Blick zurückwerfen. Die Anschläge vom 11. September haben die Sicherheitsarchitektur in der ganzen westlichen Welt verändert. Der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer sagte wenige Wochen später hier an diesem Ort, es ist eine mörderische, eine totalitäre Herausforderung, vor der wir stehen. Und Kanzler Schröder hat den Amerikanern damals unsere, ich zitiere, uneingeschränkte Solidarität zugesagt. Die Situation damals war ernst und die Bedrohungslage hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Sie ist nicht nur abstrakt, sie ist längst real, was wir jüngst am vereitelten Anschlag in Hessen gesehen haben. Deshalb appelliere ich an uns alle, lassen Sie uns die Debatte sachlich führen, die Fakten beleuchten und die Geschehnisse aufklären, statt in Parteiengezänk zu verfallen. Deutschland ist nicht isoliert in der Welt. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit verbündeten Ländern und deren Diensten. Wenn wir einen funktionierenden und vor allem einen effektiven Dienst wollen, sind wir auf deren Informationen angewiesen. Nicht zuletzt und auch deshalb, um unsere Soldatinnen und Soldaten zu schützen, die wir hier als Parlament in Auslandseinsätze schicken. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit unserer Dienste mit ausländischen Diensten ist klar im Gesetz geregelt und ausdrücklich vorgesehen. Dies muss auch einmal deutlich gesagt werden. Man könnte in der aktuellen Diskussion beinahe den Eindruck gewinnen, solche Zusammenarbeit sei per se wieder Recht und Gesetz. Genauso wie wir von den Nachrichtendiensten hierbei selbstverständlich Korrektheit erwarten, genauso müssen wir jedoch auch zu deren Notwendigkeit stehen. Forderungen, nach denen Nachrichtendienste abgeschafft werden sollen, wie sie seit Jahren immer wieder von den Linken zu hören sind, halte ich für schlicht unverantwortlich und naiv. Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, verzichten wir in den kommenden Wochen also auf ideologieverblendete Diskussionen und Effekthascherei in der Öffentlichkeit und nehmen wir unseren Untersuchungsauftrag ernst. Das ist unsere Verantwortung und die CDU-CSU wird sich hierfür mit ganzer Kraft einsetzen. Vielen Dank. Soweit Nina Wagen für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster und letzter Redner ist jetzt Clemens Binninger. Auch er gehört der CDU-CSU-Fraktion an und ist stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor Beginn meines Beitrags hätte ich gern was zur Kollegin Renner gesagt. Sie ist vielleicht schon verhindert. Nein, ich will nur damit wir keine falsche Schärfe reinbringen. Kollegin Renner hat vorhin angedeutet bei der Rede von Kollegen Mayer, dass er hier aus geheimen Dokumenten zitieren würde etc. Da steht ja dann immer gleich auch wieder ein schwerer Vorwurf im Raum. Ich will einfach klarstellen, ich habe abgesprochen mit meinem Kollegen Hahn von den Linken, dass wir vorher im Gremium einen Beschluss gefasst haben, der uns erlaubt, eine Bewertung über die Sitzung abzugeben. Und das, was Kollege Mayer und übrigens auch Kollege Ströbele hier gesagt hat, im Wesentlichen, ja, das war, was wir vorher auch in die Mikros gesagt haben. Also da gibt es keinen Grund für irgendeine Schärfe, sondern ich glaube, dass wir hier das, was wir auch erlebt haben, eine sachliche Debatte haben, die sicher, hoffe ich, dazu beiträgt, dass wir alle die Sach- und Aufklärungsarbeit in den Mittelpunkt unsere Arbeit im Gremium und auch im Untersuchungsausschuss wieder stellen. Und ich glaube, dass wir auch mal darauf hinweisen müssen, was der BND ja hier macht und worum es konkret geht. Es geht nicht um Kommunikation in Deutschland. Es geht um Kommunikation aus Krisenregionen, die wir brauchen für die Sicherheit unserer Soldaten, die wir brauchen zur Bekämpfung des Terrorismus, die wir brauchen, um die Verbreitung von Kriegswaffen zu verhindern und die wir auch brauchen, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen. All das steht übrigens im Gesetz. Und im Gesetz steht auch, dass bei diesen Aufgabenfeldern Terrorismus, Bekämpfung von Proliferation und Bekämpfung von organisierter Kriminalität
ein Austausch von Informationen mit anderen Nachrichtendiensten erfolgen darf. Das ist im Rahmen der Rechtslage. Und ich finde, wir sollten nicht pauschale Vorwürfe und Lügen und Skandalisierung und Rücktritt an den Beginn der Debatte stellen, sondern am Beginn der Debatte steht die Rechtslage. Was darf der Dienst? Was haben wir ihm als Erlaubnis mitgegeben, dieses Parlament? Und dann konkret zu fragen, gab es bei der Arbeit Verstöße gegen diese Rechtslage? Das kann und muss der einzige Maßstab sein für unsere Aufklärung. Und ich will bei aller Unterschiedlichkeit, aber ich war froh, dass fast alle Redner, auch Sie, Herr Kollege Ströbele, bin Ihnen wirklich dankbar dafür. Eines kommt selten vor, aber ab und an darf man es ja sagen. Eines auch noch mal gesagt haben, vielleicht nicht so deutlich, wie ich es jetzt sage, bei Ihnen war es eher so ein dahingehuschter Satz, aber ich sage es noch mal. Angesichts der Bedrohungslage, mit der wir konfrontiert sind, wir reden aktuell alleine über 3.500 Dschihadisten aus Europa, die in Krisenregionen sind, im Irak, in Syrien, beim IS, die für unsere Sicherheit eine große Bedrohung darstellen. Wer angesichts solcher Bedrohungen sagen würde, wir brauchen keine Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten, der schadet der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, und das dürfen wir nicht zulassen. Und dann ging es ja in den letzten Tagen, ich glaube, da hat er auch einen Anspruch darauf im Sinne von fairen Umgang. Es gibt eine Reihe Fragen, die die Kollegen im Untersuchungsausschuss noch aufklären müssen. Und Herr Kollege Fliesek, Sie haben das skizziert. Ich habe da absolut großes Vertrauen. Und diesen Fragen muss man auch nachgehen. Warum nicht gemeldet wurde, wie überhaupt solche abgelehnten Begriffe zustande kommen, warum dieser Zahl. Aber letzte Woche stand vor allen Dingen der Bundesinnenminister im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Und die Vorwürfe waren kaum noch zu überbieten. Und ich wiederhole die Begriffe nicht nochmal. Und darum ging es jetzt bei uns heute Mittag im Parlamentarischen Kontrollgremium, speziell diesem Vorwurf nachzugehen und ihm, was ich gehört, finde ich, auch Gelegenheit geben, selber dazu Stellung zu nehmen. Und wir konnten diese Vermerke aus dem Jahr 2008 einsehen. Die hat uns die Regierung zur Verfügung gestellt. Und wir sind zur Bewertung gelangt, da mag es dann wieder Unterschiede geben im Detail, aber eines ist klar, in keinem dieser Vermerke ist auch nur eine Firma genannt. Und in keinem Vermerk, so ist unsere Auffassung, gab es eine Aufforderung an den damaligen BK-Chef, tätig zu werden im Sinne von, das geht hier alles nicht, das muss man dringend beenden. Ganz im Gegenteil, es wurde darauf verwiesen, dass die Rechtslage eingehalten wird und dass es keinen Bedarf gibt, dieses Memorandum zu ändern. Ich finde, angesichts dieser Aktenlage sind die Vorwürfe gegen den Bundesinnenminister nicht länger haltbar. Das heißt nicht, dass es in der Sache Fragen gibt zum Thema, warum haben wir so viele abgelehnte Suchbegriffe? Das heißt, nicht zu hinterfragen, warum wurde das nicht ans Kanzleramt gemeldet? Und das heißt nicht, dass wir uns vielleicht grundsätzlich mit der Frage befassen müssen, wie können wir sicherstellen bei großen Datenmengen, dass im Prinzip der Filter auch immer passt. Das alles wird sicher Aufgabe der nächsten Monate sein. Aber diese Aufgabe sollten wir ruhig, sachlich, konstruktiv und weitestgehend, so hoffe ich doch parteiübergreifend, vorantreiben, damit wir Nachrichtendienste haben, die arbeitsfähig bleiben, dass klar ist, dass die Regeln hier im Land gelten, aber dass wir auch alles tun, dass die Sicherheit in unserem Land nicht gefährdet ist. Herzlichen Dank. Clemens Binninger war das, CDU-CSU-Fraktion und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde. Mit der ist der heutige Sitzungstag im Deutschen Bundestag auch beendet. Wir verweisen auf morgen. Um 9 Uhr geht hier die nächste Sitzung wieder los. Erstes Thema, dann sicher sehr interessant und umstritten, Fracking in Deutschland. Dazu liegt vor ein Gesetzentwurf. Für heute geben wir zurück in die Phoenix-Zentrale nach Bonn zum Kollegen Klaus Weidmann. Vielen Dank, Claudius Krönert nach Berlin. Ja, und wir verweisen auf unsere Sendung um 17.30 Uhr. Dann gehen wir noch mal genauer auf die BND-Affäre.